Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dragon Age Inquisition, wo wir uns immer noch im Sumpf befinden, im Pfahlbruch, wo wir unsere Soldaten vor den Avar retten müssen. Und ja, ich glaube, wir müssen da erstmal wieder hinlaufen. Ich hatte in der Nähe da kein Zeltlager. Sehr schade, aber nun. Dann müssen wir uns wohl vor den Untoten ein wenig in Acht nehmen, die hier aus dem Sumpf steigen. Ich mag immer noch voll gern das Setting hier. Oh, ein Riss. Ja, komm. Riss im Nichts öffnen? Hä? Warum soll ich ihn öffnen? Ich kann ihn öffnen und schließen? Aber warum kann ich ihn öffnen? Das ist mir ja noch nie aufgefallen, dass ich die öffnen und schließen kann. Ich wollte eigentlich den Bullen helfen. Oh Gott. Ja. Was ist los bei dir? Solas. Heil dich mal bitte. Okay, jetzt kann ich ihn auch nicht mehr öffnen. Also muss ich ihn öffnen und schließen? Ihr könnt Risse in der Luft verschließen? Ziemlich gut. Was? Vielleicht steht ihr wirklich in der Gunst deines Gottes. Wer bist du denn eigentlich? Ich dachte, mit dem Himmelsbeobachter hatten wir schon geredet. Ja? Wiedersehen. Als dann. Lebt wohl. Hütet euch vor dem Wasser. Ja, daraus kommen nämlich die Untoten herausgestiegen. Seltsam, dass ich die Risse öffnen muss, um sie zu schließen. Ja, das Wasser dürfen wir nicht berühren. Sonst kommen die Untoten. Die hören uns nämlich. Schwierig, denn hier ist nur Wasser. Ja, und da sind auch schon die Untoten. Die Feuer hier haben wir schon entfacht. Ihr seid alle da? Oder vermissen wir jemanden, Jungs? Zählt mal durch. Eins, zwei. Warwick? Ah, du bist da. Drei. Schön. Ja, du willst uns wahrscheinlich auch stressen. Warum hat der erste Schuss so viel Leben abgezogen und danach nicht mehr? Warum rennst du denn auch nach da hinten, Junge? Komm bitte her. Und danke, Solas. Ach da. Ich bin eigentlich so an sich auch ganz zufrieden mit der Gruppe, wie sie jetzt bei mir ist. Ich glaube, ich würde die gar nicht ändern wollen, solange jetzt nicht noch ein sehr cooler neuer Charakter hinzustößt.
Ich meine, der Bulle macht die halt einfach easy weg. Solis bufft uns schön. Und Rarik ist halt definitiv eine coole Socke. Die Tränentürme. Die Musik im Hintergrund erinnert mich ein bisschen an Alice Madness Returns gerade. Auch so ein wunderschönes, tolles Spiel. So, wir nähern uns wohl dem Lager. Auf jeden Fall sieht es hier nach Tod und Verwüstung aus. Und ja, der Anführer der Avar hat hier unsere Leute entführt, weil er uns unbedingt herausfordern will und töten möchte. Ich bin ja gespannt, wie das laufen wird. Das sind sehr riesige Ketten. Noch mehr Untote. Da sind so viele. Ziehen wir uns zum Schloss zurück. Ziehen wir uns zum Schloss zurück, aber speichern wir für bitte vorher, bevor ich irgendwelche Entscheidungen treffe, die eher ungut sind. Ich kann euch... Also ich soll einfach durchrennen. So habe ich das jetzt empfunden. Ja, ja, Schloss ist hier. Oder meint ihr nicht dieses Schloss damit? Rarik? Jung? Okay, ich bin verwirrt. Warum folgt ihr mir nicht? Erstmal Rarik heilen. Können wir dann das Tor irgendwie schließen? Und da hören die uns automatisch auf zu folgen, wenn wir drin sind. Solis, du solltest eigentlich nicht nach vorne rennen, als Magier. Rarik, was? Heilung. Öffnet die Tore. Normalerweise würde ich vermuten, dass die Toröffnung unten stattfindet, aber ich schaue mich erstmal um. Plündern. Schräge Schneide und Rauhreifstab. Jetzt nicht so wertvoll, wie ich bei dem Anblick der Truhe erwartet hätte. Vorräte aufgestockt. Lass mich raten, du kannst das auch nicht? Wie kann ich das denn leveln, dass wir mehr Türen öffnen können? Die Musik ist gerade sehr bedrohlich, muss ich sagen. Ja, ich heile mich auch mal kurz. Öffnet die Tore. Der Mechanismus ist eventuell doch nicht unten. Ein Sommerstein. Okay, den nehmen wir mit. Schon ironisch, dass wir ausgerechnet in diesem Sumpf Sommersteine finden.
Dann scheint doch der Mechanismus doch nicht hier unten zu sein. Warum? Warum bin ich so dumm? Warum falle ich hier wieder runter? Öffnet die Tore. Tja, wenn ich jetzt das Toröffnungsgedönsrad sonst was finden würde, wäre das ja toll. Ach, hier. Also, Solis, ihr geht in euren Träumen freiwillig ins Nichts? Nur um herumzustreifen? Ja. Im Nichts gibt es unzählige Erinnerungen, die erforscht werden wollen. Geister kennen Geheimnisse, die dieser Welt längst verloren gingen. Schon, aber sie sind Geister. Ihr könnt sie nicht wie Leute behandeln. Würden das viele nicht auch von den Kunari sagen? Nein. Weil Kunari nicht versuchen, von Leuten Besitz zu ergreifen, um sie in Abscheulichkeiten zu verwandeln. Nein, ihr unterwerft sie lieber und macht sie zu Sklaven des Kun. Ach, kommt schon! Beide haben den Punkt. Aber nun, diese Szene wollen die Kunari die Menschen ja trotzdem nicht machen. Das, was mich bei Solis ein bisschen stört, ist halt, er lebt offenbar nur in der Vergangenheit. Klar können wir viel aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen, aber sich in der Vergangenheit zu verlieren, ist halt auch nicht so das Wahre vom Ei. Vielleicht sollte man einfach beides mit Vorsicht genießen, Kunari und Geister. Außerdem kann man nicht für alle Geister sprechen und nicht für alle Kunari. So wie man nicht für alle Menschen oder Elfen sprechen kann. Man muss doch über Individuen sprechen. Ganz ehrlich, egal ob Elf, Zwerg, Konari, die Leute, die aktuell in unserer Gruppe sind, scheinen doch echt okay Leute zu sein. Besiege den Anführer der Avar ist die nächste Aufgabe, okay. Du bist vor allem ein Idiot. Aber klar, komm ich her. Wie du wünschst. Ulle! Alterst! Okay, du nimmst schon halt lang. Solis braucht Hilfe! Oh, Bulle. Okay. Gott, wo bin ich? Hier, okay. Gehst mir tierisch auf die Nerven, Junge oder Mädel oder was auch immer du bist. Einer weniger. Oh, verdammt. Okay. Gönnen wir dir den. Boah, wir müssen ihm erstmal einen Haufen weiße Rüstung runterballern. Okay.
Okay, ich muss zu Varric irgendwie. Varric? Wo liegst du? Okay, du bist da. Okay, du kannst dich gar nicht heilen. Das ist natürlich sehr schade. Solas, ich verstehe nicht, warum du so nah am Hauptkampf bist. Du bist eigentlich nicht der Krieger. Merrick? Ah, genau, halt ihn mal fest, Bulle. Das war's mit dir. Idiot. Den Gold, rostiger Schlüssel und Geschenk des Bergvaters erhalten. Eine Großaxt. Das könnte doch was für den Bullen sein. Wir haben den Kampf geschafft. Keiner von euch sagt was dazu. Meine Güte. Inventar. Geben wir dem Bullen doch mal eine bessere Waffe eventuell. Ja, Geschenk des Bergvaters, klingt doch gut. So, Varric, du heilst dich bitte sofort. Der Bull und ich haben das echt gut überstanden. Warum Solas in erster Linie mitkämpfen musste, weiß ich nicht. Ja, nun, das war wohl das Ende des... hi. Ich habe mich um die Avar gekümmert. Sind alle wohl auf? Ja, euer Gnaden. Die Verwundeten brauchen etwas Ruhe, aber wir kommen zurecht. Unglaublich, dass der Herold gekommen ist. Na klar komme ich. Wenn meine Leute Hilfe brauchen, komme ich sofort vorbei. So kennt man mich. Ich lasse niemanden zurück. Okay, was haben wir da gesammelt? Inventar. Ich glaube, es war Rüstung. Oh, wir haben eine bessere Rüstung. Hätte ich das mal gewusst. Also sowas. Handschuhe oder sowas hatte ich gedacht, hätte ich gefunden, aber nö. Sah wohl nur so aus wie bessere Ausrüstung. Okay, alles gut, dann speichern wir. Aber insgesamt war das schon knapper, als es hätte sein müssen. Dadurch, dass da die beiden Fernkämpfer mit in die erste Reihe gerannt sind, dadurch haben die natürlich auch viel Schaden bekommen. Soll ich jetzt einfach zurück? Die Aufgabe habe ich erfüllt. Der Himmelsbeobachter hat wohl eine neue Quest für mich. Na, sieht schon stylisch aus, die neue Rüstung.
gerollt. Da liegt der Balk. Sein Vater, der Häuptling unserer Schar, würde mich für seinen Tod zum Duell fordern, wenn er ihm nicht egal wäre. Aber das stattdessen für mich. Die Inquisition hat ein Ziel, das eurem Häuptling fehlt. Schließt euch mir an, helft uns, die Bresche zu schließen. Hat mich die Herrin der Himmel deshalb hergeführt, damit ich helfe, die Wunden in ihrer Haut zu heilen? Ja, ich komme mit euch. Yay. Lasst mich nur noch Frieden mit meinem Volk schließen, ehe ich eurer Flagge folge. Ich meine, ganz ehrlich, es könnte doch echt für Frieden in der Welt sorgen, wenn wir jetzt alle Völker unter unserem Banner vereinen. Mit demselben Ziel. Wäre das nicht eigentlich ideal? Das wäre schon ein Träumchen. Und wahrscheinlich wird es genau deswegen nicht funktionieren, weil es halt einfach zu schön wäre. So, Questkarte. Wir haben hier nichts mehr zu erledigen. Nö, halt wirklich nicht. Ja gut, dann gehen wir zurück. Haben wir das Gebiet heute abgeschlossen? Ups, stopp, Jungs. Nicht angreifen. Alles in Ordnung. Keiner muss weinen. Alles auffüllen würde ich gern. So, ich habe alles. Der Bulle hat alles. Rerik hat alles. So, das hat alles gut. Dann würde ich doch mal sagen, können wir von hier verschwinden? Weltkarte. Und zurück nach Haven. Weil wir hier haben, keine Aufgabe mehr haben. Dann kehren wir doch mal in den Ratsraum zurück. So. Ich weiß natürlich nicht, ob wir jetzt groß mit Kameraden reden könnten. Vielleicht heben wir das auf, bis wir ein bisschen weiter in der Story voran sind. Ich habe den Anführer der Sturmbullen gesehen, diesen eisernen Bullen. Eine stattliche Erscheinung, was? Oh, ich bitte dich. Machst du jetzt schon einen dieser Opfer? Ui, beleidigt nicht meine Crewmitglieder. So, dann ab geht's. Ich bin mir nicht sicher, ob euch Apotheker Ildan mit derart viel vertreten. Wie läuft es denn so? Wir müssen uns entscheiden, stimmt. So allmählich über die Nachfolge Lydes entscheiden. Übbar. Hattet ihr irgendwelche Probleme mit ihnen? Nicht im geringsten. Aber ich lasse es euch wissen. Das ist abgeschlossen. Pflicht oder Wahrheit? Der kaiserliche Hof. Pflicht oder Wahrheit? Der kaiserliche Hof.
Ein Brief an Vivienne liegt geöffnet auf dem Tisch. Eine Notiz wurde ergänzt. Josephine, Liebste, ihr solltet euch darum kümmern. Okay, meine liebste Vivienne. Er könnte die schockierenden Anschuldigungen gegen die Inquisition noch nicht vernommen haben, sonst hätte... Ah, oh, das hatten wir schon. Ja. Wenn wir den Tod der Göttlichen beweisen, würde man das nur gegen uns verwenden. Wir müssen die Quelle dieses Gerüchts finden. Wir brauchen die Unterstützung der Adeligen, um gegen dieses Gerücht vorzugehen. Ich kann einige Besucher arrangieren. Wir können nicht beweisen, dass die Göttliche tot ist, aber wir können Leute zum Krater führen, damit sie es mit eigenen Augen sehen. Oh, ich habe keine Ahnung. Moreau. Komm, Josephine. Ein Teil des Berichts der Ben Hasrat. Nun, da Jean Gaspar aus dem Spiel ist, wird mit ziemlicher Sicherheit entweder Carolina oder Monet die nächste Herzogin von Lüders werden. Die Auseinandersetzung spitzt sich zu und Carolina hat Helfer damit beauftragt, einen Skandal zu verursachen. In der festen Annahme, dass Monet nicht das nötige gesellschaftliche Geschick besitzt, um ihn abzuwenden. Monet hingegen sucht bei Mutter René, ihrer Mentorin, in der Kirche Rat, wie sie ihren Anspruch auf das Herzogtum stärken kann. Um Monet zu beschützen, hat ihre ehrwürdige Mutter Söldner für einen Anschlag auf Carolinas Leben angeheuert. Okay, es war ein Fehler von Carolina, ihren Helfern derart viele Informationen anzuvertrauen. Ich kann das gegen sie verwenden und dadurch ihren Ruf ruinieren. Unsere Truppen können die Söldner mit Leichtigkeit aufhalten. Sobald das gewährleistet ist, sollte Carolinas Plan genügen, um sie zur neuen Heizung zu machen. Wenn ich jetzt wüsste, wen ich haben wollte... War Carolina die eher naive? Oh Gott. Oder die, die schon Erfahrung hat. Carolina. Schick mal Liliana. Abgeschlossen Beziehungen. Ich glaube, auf der Seite sind wir dann erstmal fertig. Dann ab nach Ferelden. Ich glaube, da haben wir einige Aufgaben. Ja, ich wollte eigentlich nur gucken, ob wir welche abgeschlossen haben. Ah, da Bericht bereit. Okay. Den Lavellan-Clan kontaktieren. Darlene. Andaran Atishan. Es erfreut mein Herz, dass ihr euch in Sicherheit befindet. Unser Clan wurde von Mitgliedern der Inquisition besucht, die überzeugend von der tadellosen Arbeit berichteten, die ihr leistet, sowie von der guten Behandlung der unseren durch die Inquisition. Ihr wisst, dass der Lavellan-Clan nur über wenig Gold verfügt, aber ich habe dem Boten einige unserer Heilkräuter mitgegeben, dass Yulei uns bei der letzten Beschaffungsaktion großzügig damit bedacht hat. Wir wären nur eine Ablenkung, wenn wir der Inquisition selbst beitreten würden. Angesichts der so leicht ausbrechenden Zwistigkeiten zwischen unseren Jägern und den Menschen. Denn es sei gesagt, dass im Ernstfall ein Wort von euch genügt, dann sind wir zur Stelle. Dereth Chiral, Hüterin, ist die mit... Okay. Auf jeden Fall ist das unser Clan. Und er ist jetzt erstmal beruhigt. Sorgen eines Adeligen zerstreuen. Botschafterin Montilé. Die Inquisition ist also nichts als hohler Betrug, ein Scherz, um die Rechtschaffenden zu beschwindeln, was? Die Flut der Abtrünnigen und Dämonen steht an meiner Pforte, während ihr untätig herumsitzt. Mein Tod geht auf eure Kappe und auf die Kappen all der anderen Scharlatane der Inquisition und er wird einen Makel zurücklassen, so dunkel, dass nicht einmal der Erbauer selbst ihn entfernen könnte. Was haben wir denn da getan? Hä? Offenbar haben wir da verkackt. Und ich weiß noch nicht mal, warum. Die Bemühungen des Inquisitors, die Risse ins Nichts zu schließen, haben verschiedene Regionen von Tetas stabilisiert. Einige Dämonen sind allerdings zurückgeblieben. Die Inquisition hat einige Gesuche erhalten, sich diese Probleme anzunehmen.
Hier, komm. Nun denn. Rein da. Beschäftigt, beschäftigt. Gericht bereit. Die Waffe von Tüterer Strahlaxt finden. Inquisitor, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Die Scholaren diskutiert seit Jahren, ob Tyrtes legendäre Axt nun eine mit Kristallen besetzte Axt, eine Axt mit einem magisch verhärteten Kristallkopf oder einfach nur eine polierte Axt war. Aber offensichtlich bedeutet das aus der alten Sprache mit Axt übersetzte Wort nichts weiter als Schaftwaffe. Es wäre also gut möglich, dass sämtliche Übersetzungen der Sage überhaupt bearbeitet werden müssen, um alle Hinweise darauf, dass Tüter Stahlaxt möglicherweise einen Stab verwendet haben könnte, was für eine Magierin weitaus wahrscheinlicher wäre, aus den Texten zu entfernen. Das ist Tüters Stab eigentlich. Ich bitte die Verwirrung in dieser Angelegenheit zu entschuldigen und werde bei meinen zukünftigen Übersetzungen noch gewissenhafter zu Werke gehen. Eure Schwester Dorcas Querin. Oh, wir haben einen neuen Stab. Das ist natürlich sehr schön für uns. Abgeschlossen, beschäftigt. Ja, ich glaube, wir werden uns dann mal entscheiden müssen. So allmählich. Nicht, ob wir Richtung Kämpfer für die Gerechtigkeit gehen oder gedämpftes Flüstern. Und mich würde schon eher interessieren, was es mit den Magiern auf sich hat. Ich glaube, wir gehen dahin. Wir haben nicht genug Männer, um die Festung zu nehmen. Also suchen wir einen anderen Eingang oder lassen wir diesen Unsinn und holen uns die Templer. Radcliffe befindet sich in den Händen eines Magisters. Dagegen müssen wir etwas unternehmen. Alexios bittet in seinem Brief ausdrücklich um die Anwesenheit von Andrastes Herold. Es ist ganz offensichtlich eine Falle. Wie nett von ihm. Er hat also seinen Zug gemacht. Wir dürfen auf jeden Fall nicht streiten. Für Streitereien haben wir keine Zeit. Wir müssen uns irgendwie einigen. Ein Magister aus Tevinter kontrolliert Radcliffe und lädt uns zu einer Unterredung ins Schloss ein. Dennoch wollen einige von uns nichts unternehmen. Nicht das schon wieder. Schloss Radcliffe ist eine der am leichtesten zu verteidigenden Festungen in Ferelden. Es hat schon Tausende von Angriffen zurückgeschlagen. Wenn ihr dort hineingeht, werdet ihr sterben. Und wir verlieren unsere einzige Möglichkeit, diese Risse zu schließen. Das lasse ich nicht zu. Und wenn wir nicht mal versuchen, uns mit Alexios zu treffen, verlieren wir die Magier und haben eine feindliche fremde Macht direkt vor unserer Tür. Selbst wenn wir die Feste stürmen könnten, ist das keine Option. Der Einmarsch einer Armee der Orlesianischen Inquisition in Ferelden würde einen Krieg heraufbeschwören. Dann macht es doch geschickter. Der Magister hat uns in der Hand. Er hat noch mehr vor. Felix, der Sohn des Magisters, hat mir erzählt, dass Alexios einem Kult angehört, der von mir besessen ist. Ich bezweifle, dass sie die Sache auf sich beruhen lassen, wenn wir ihre Einladung nur höflich genug ablehnen. Solange wir nichts unternehmen, bleiben sie eine Bedrohung. Eine mächtige Bedrohung. Wir können uns nicht einfach mit einer Niederlage abfinden. Es muss eine Lösung geben. Wir müssen anders reinkommen. Es muss doch abgesehen vom Haupttor noch einen anderen Weg ins Schloss geben. Vielleicht einen Abwasserkanal oder etwas in der Art. Nicht, dass ich wüsste. Ein Moment. Es gibt einen Geheimgang ins Schloss. Ein Fluchtweg für die Familie. Er ist zu schmal für unsere Truppen, aber wir könnten einige Spione hindurchschicken. Das ist zu riskant. Diese Spione würden den Magister niemals erreichen, ohne vorher entdeckt zu werden. Und deshalb brauchen wir auch eine Ablenkung. Vielleicht den Gesandten, auf den Alexios derart erpicht ist. Während sich alle auf Lavellen konzentrieren, schalten wir die Verteidigungen des Magisters aus. Es könnte funktionieren, aber das Risiko ist enorm. Ein Glück, dass ihr dabei Hilfe haben werdet. Kommandant, dieser Mann behauptet, er habe Informationen über den Magister und seine Vorgehensweise. Ohne meine Hilfe werden eure Spione Alexios Magie niemals überwinden können. Also werde ich euch begleiten, wenn ihr gegen ihn vorgeht. Hallo Dorian, ich liebe deine Stimme. Das größte Risiko. Wir können euch nicht guten Gewissens befehlen, es einzugehen. Wenn ihr lieber nicht den Köder spielen wollt, können wir uns noch immer um die Templer bemühen. Die Entscheidung liegt bei euch. Ich habe keinen Bock auf diese Templer, wenn ich ehrlich sein soll. Das gedämpfte Flüstern.
Ja. Schloss Radcliffe und die Magier, die Bärsche, ja. Haben wir ja schon gelesen. Ich will dahin. Ich nehme mit. Ja nun, ich muss wohl Dorian mitnehmen. Auf jeden Fall als Magier. Oh. Ulle kommt mit. Varric kommt mit. Da muss Solis leider zu Hause bleiben. Ich meine, einen Magier haben wir halt schon. Boah, da bin ich ja jetzt gespannt, wie das laufen wird. Hoffentlich war es nicht die falsche Entscheidung. Kündigt uns an. Die Einladung des Magisters galt nur Herrin Lavellen und niemand anderem. Der Rest wartet hier. Du willst wirklich mit mir diskutieren, Junge? Dann bleibe ich auch hier. Boah, kann ich es jetzt richtig verkacken? Macht mir jetzt ein bisschen Sorge. Sie sind Unterhändler, sie gehen dahin, wo ich hingehe. Willst du dich wirklich mit mir streiten? Wenn meinen Freunden der Zutritt verwehrt wird, verzichte ich ebenfalls. Muss Dorian? My Lord Magister, die Emissäre der Inquisition sind eingetroffen. Meine Liebe, es ist so schön, euch wiederzusehen. Mhm. Und natürlich auch eure Begleiter. Ich bin mir sicher, wir beide kommen zu einer Einigung, die alle Parteien zufriedenstellt. Und wir Magier haben kein Mitspracherecht, wenn es darum geht, über unser Schicksal zu entscheiden? Fiona, ihr hättet eure Anhänger wohl kaum in meine Obhut übergeben, wenn ihr mir nicht ihr Leben anvertrauen würdet. Doch, wenn sie genug Angst hat. Wir sollten sie einbeziehen. Lass uns zur Sache kommen. Okay, ich stehe jetzt vor so einer Wahl, denn ganz ehrlich, ich muss ihn ja lang genug im Grunde ablenken. Und gut ablenken. Eigentlich würde ich gerne sagen, wir sollten sie einbeziehen. Vielleicht sollten wir ihn erstmal umschmeicheln. Ich bin mir so unsicher. Oh Gott. Diese Entscheidung. Genug der Nettigkeiten. Wollen wir anfangen? Es ist erfrischend, jemandem zu begegnen, der derart zielgerichtet denkt. Die Inquisition braucht Magier, um die Bresche zu schließen, und ich habe sie. Also, was habt ihr mir für sie anzubieten? Was? Um die Bresche zu schließen, bauen wir Magier. Nein, ihr braucht genau mich, genau einen Magier. Ich habe noch nicht gehört, dass andere Magier die Bresche schließen können. Jetzt sind wir von dem Menatori. Ich weiß, ihr wollt meinen Tod. Oh Gott, was will ich verraten? Ich will hier eigentlich niemanden verraten. Wenn ich das mit dem Venatori erzähle, weiß er, wir haben einen Insider. Wenn ich das über Zeitmagie erzähle, weiß er, wir haben einen Insider. Ich weiß, ihr wollt meinen Tod. Auch da verraten wir ja, dass wir einen Insider haben. Die
Inquisition hat zahlreiche Unterstützer in den Reihen des Orlesianischen Adels. Ich bin mir sicher, wir finden eine angemessene Vergütung. Ich wüsste nicht, was der Orlesianische Adel zu bieten hätte, was ich nicht bereits besitze. Sie weiß alles, Vater. Felix, was hast du getan? Okay, er verrät sich selbst. Dann. Er sorgt sich um euch, ja. Euer Sohn ist besorgt, dass ihr in irgendetwas Schreckliches verstrickt sein könntet. Und das aus dem Mund einer Diebin. Denkt ihr etwa, ihr könntet meinen Sohn gegen mich aufbringen? Diebin? Was habe ich gestohlen? Ihr kommt mit eurem gestohlenen Mal, einem Geschenk, das ihr nicht einmal begreift, in meine Festung. Und denkt, ihr hättet hier die Kontrolle? Ihr seid nichts weiter als ein Fehler. Wer hat die Göttliche getötet, was hätte geschehen sollen? Wenn ich nur ein Fehler bin, was genau hätte die Bresche dann bewirken sollen? Es sollte ein triumphaler Augenblick für den Ältesten sein. Und für diese Welt. Hör dich doch nur reden, Vater. Weißt du überhaupt, wie du dich anhörst? Er hört sich genauso an wie das Klischee eines Schurken, das man von unseresgleichen erwartet. Dorian, ich gab euch die Möglichkeit, Teil von all dem zu sein. Ihr habt mich zurückgewiesen. Der Älteste besitzt eine Macht, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Er wird das Reich aus seiner Asche wieder auferstehen. Wer ist der Älteste? Ja, einfach das Erste. Ist das derjenige, dem ihr dient? Derjenige, der die Göttliche ermordet hat? Ist er ein Magier? Er wird schon bald ein Gott sein. Er wird dafür sorgen, dass die Welt erneut vor den Magiern auf die Knie fällt. Wir werden von der Borikssee bis zu den gefrorenen Meeren herrschen. Ihr könnt meine Leute nicht in so etwas hineinziehen. Alexius, das ist genau das, was ihr und ich niemals geschehen lassen wollten. Wir waren uns einig, also warum unterstützt ihr das alles? Beende es, Vater. Wende dich von den Venatori ab, lass die Magier aus dem Süden die Bresche bekämpfen und uns nach Hause gehen. Nein, das ist die einzige Möglichkeit, Felix. Er kann dich retten. Mich retten? Es gibt eine Möglichkeit. Der Älteste hat es mir versprochen. Wenn ich den Fehler im Tempel ungeschehen mache... Ich werde sterben. Das musst du akzeptieren. Venatori, ergreift sie! Der Älteste verlangt den Tod dieser Frau. Hast du mal drüber nachgedacht, dass dein Sohn so mit diesem Preis gar nicht leben will? Eure Männer sind tot, Alexius. Ihr seid ein Fehler. Ihr hättet nie existieren dürfen. Nein! Oh. Wirkt jetzt nicht so gut. Beim Blut des Ältesten. Wo kommen die denn her? Oh. Was ist passiert? An die Waffe! Okay, raus. Dorian, oh mein Gott, wo ist der Rest von uns? Wir sind zwei Magier. Inwiefern soll das gut laufen für uns? Okay, Dorian. Wir haben einen Sprung gemacht? Interessant. Es ist vermutlich nicht das, was Alexius im Sinn hatte. Der Riss muss uns weggebracht haben. Nur wohin? Zum nächsten Knotenpunkt Arcana Energie? Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass wir in der Halle des Schlosses waren. Mal sehen. Wenn wir noch im Schloss sind, wurden wir nicht... Oh, natürlich. Es ist nicht einfach eine Frage des Wo, sondern des Wann. Alexius hat das Amulett als Fokus benutzt. Es hat uns durch die Zeit geschickt. Oh Gott, und wo sind wir? Das klingt nicht gut. Must be weit. Sind wir in der Zeit vor- oder zurückgereist? Und wie weit? Das sind ausgezeichnete Fragen. Wir werden es wohl rausfinden müssen, nicht wahr? Wir sollten uns umsehen und herausfinden, wohin uns der Riss gebracht hat. Dann können wir uns überlegen, wie wir zurückkommen, falls es möglich ist. Was hatte Alexius vor? Nun ja, hier ist meine Theorie.
Ich glaube, Alexios eigentlicher Plan war es, euch vollständig aus der Zeit zu entfernen. Hätte er damit Erfolg gehabt, wärt ihr niemals im Tempel der Heiligen Asche gewesen und hättet auch die Pläne seines Ältesten nicht durchkreuzt. Ich schätze, eure Überraschung in der Schlosshalle hat ihn fahrlässig werden lassen. Er hat uns in den Riss geschleudert, bevor er dafür bereit war. Ich habe einen Gegenzauber gewirkt, die Magie geriet völlig außer Kontrolle und hier sind wir. Das leuchtet doch ein, oder? Nun, zum Teil. Also mit den anderen. In der Halle waren noch andere. Könnte es sein, dass sie ebenfalls durch den Riss gezogen wurden? Ich bezweifle, dass er groß genug war, um den gesamten Raum hindurchzuschicken. Alexios hätte sich selbst oder Felix nicht derart in Gefahr gebracht. Sie sind vermutlich noch immer dort, wo und wann wir sie verlassen haben. In gewisser Weise zumindest. Okay, gut. Dann Alexios geht's dem Bullen und Varric zumindest gut. Wisst ihr, wen er damit gemeint hat? Den Anführer der Venatori, nehme ich an. Irgendeinem Magister, der nach Göttlichkeit strebt. Es ist immer das gleiche Lied. Lasst uns ein wenig mit Magie herumspielen, die wir nicht begreifen. Sie wird uns unfassbar mächtig machen. Und augenscheinlich spielt es nicht die geringste Rolle, ob man dabei das Gewebe der Zeit zerfetzt. Idioten also. So wie immer. Ich hoffe, ihr habt einen Plan, wie ihr uns wieder zurückbringen wollt. Eher ein paar Ideen. Herrliche Ideen. Wie kleine Juwelen. No, ich mag ihn. Ich weiß nicht, er hat sowas leicht Diabolisches an sich. Wie so ein Schurke einfach, wie ich ihn mir so in Rollenspiel tatsächlich vorstelle. Und durchaus auch etwas Charismatisches. So, lass uns gehen. Hoffentlich. Oh Gott. Ich schätze, wir sind in der Zukunft gelandet, wenn ich das alles so sehe. Bist du denn soweit ready, Junge? Hast du Tränke für dich? Ui. Die Statue sieht auch schon irgendwie sehr unheimlich aus. Genau wie dieser rote Stein. Obere Zellen entdeckt. Ich hoffe, das ist kein rotes Lyrium. Denn das hatte ja nicht ganz so tolle Auswirkungen auf die, die in seine Nähe kamen. Ah, wir haben da noch was zum Plündern. Aber wie cool ist denn eigentlich dieser Zeitreise-Aspekt? Ich mag das in Filmen, Serien und Spielen tatsächlich immer. Wenn so ein bisschen Zeitreise mit reinkommt. Das macht aber auch alles immer so ein ganzes Stück komplexer, muss man sagen. Aber gegen Komplex spricht ja nicht wirklich was. Hallo. Wer Sie sind? Andraste, segne mich. Andraste, segne mich. Meine Tränen sind meine Sünden, meine Sünden, meine Sünden. Andraste möge mich leiten, Andraste möge mich leiten. Der wirkt nicht gesund, so wie das rote Zeug um ihn herum wabert. Was haben Sie euch nur angetan? Andraste segne mich, Andraste segne mich. Okay, wir sind in der Zukunft, würde ich behaupten. Denn den Kerl haben wir in Redcliffe, glaube ich, gesehen. Und da war er noch normal. Ich tippe tatsächlich auf Lyrium. Oh. Hi. Ist leider etwas schwieriger, dadurch, dass wir halt zwei Magier sind.
Du kommst gut, Dorian. Nun, wenn wir in der Zukunft sind, erfahren wir eventuell, was mit unseren Kameraden passiert ist, nachdem wir weg waren. Und eventuell wird uns das nicht gefallen. Warte, ich kann kein Silberarmband nehmen. Was? Ist das nicht einfach nur Schmuck? Okay, ich schmeiß Dinge weg. Nein, den wollte ich nicht ausrüsten. Wo ist mein Feuerstab? Da. Was brauche ich denn, damit ich diesen Türstab mitnehmen kann? Stufe 11. Okay, wir können ihn bald mitnehmen. Ich möchte nicht zerstören. Hier unten scheint es weiterzugehen. Untere Zellen. Plündern. Hey. Ihr lebt. Wie ist das möglich? Ich habe gesehen, wie ihr in dem Riss verschwunden seid. Auch sie hat das Gewaber um sich herum. Wächst das Lyrium aus euch? Ich verstehe das nicht. Was ist mit euch geschehen? Das rote Lyrium. Es ist eine Krankheit. Wenn man lange genug in seiner Nähe ist, wird man irgendwann zu dem hier. Und dann nutzen sie eure Leiche, um noch mehr abzubauen. Könnt ihr uns sagen, welches Datum wir haben? Es ist lebenswichtig. Erntemonat 942. Zeitalter der Drachen. 942? Dann haben wir ein ganzes Jahr verpasst. Ich dachte, wir hätten mehr verpasst. Wie konnte das alles so aus den Fugen geraten in einem Jahr? Wir müssen hier weg. Wir müssen durch die Zeit zurückreisen. Bitte verhindert, dass das alles geschieht. Alexios dient dem Ältesten. Er ist mächtiger als der Erbauer. Niemand kann ihn aufhalten. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Das verspreche ich euch. Unsere einzige Hoffnung liegt darin, das Amulett zu finden, mit dem uns Alexios hierher geschickt hat. Wenn es noch existiert, kann ich es verwenden, um den Riss an genau derselben Stelle wieder zu öffnen, an der wir verschwunden sind. Hoffe ich zumindest. Gut. Ich sagte, ich hoffe es. Es könnte uns auch in Brei verwandeln. Ihr müsst es versuchen. Das ist besser als nichts. Eure Meisterspionin Liliana. Sie ist hier. Ihr müsst sie finden. Beeilt euch, bevor der Älteste herausfindet, dass ihr hier seid. Oh nee, sie haben Liliana auch gefangen genommen. Ich meine, Furor, du übler Drache. Wenn das rote Lyrium eine Infektion ist, warum beim Erbauer kommt es dann aus den Wänden? Seid ihr sicher, dass ihr das rausfinden wollt? Boah.
Das ist aber eine sehr gute Frage. Ich dachte halt, es wäre normales Gestein, aber es ist offenbar eine Krankheit, die aus dem Erdinneren kommt. Bulle, nein! Ihr lebt noch? Ihr solltet eigentlich tot sein. Der ganze Boden war verbrannt und so. Alexios hat uns nicht getötet. Sein Zauber hat uns durch die Zeit geschickt. Für uns ist das hier die Zukunft. Tja, für mich ist es die Gegenwart. Und in meiner Vergangenheit habe ich euch beide eindeutig sterben sehen. Ihr seht nicht gut aus. Ist mit euch alles in Ordnung? Ihr seht nicht sonderlich gut aus. Rotes Lyrium. Wenn ich Glück habe, bringt es mich um. Wenn nicht, hoffe ich, dass ich im Kampf sterbe. Ihr sterbt? Nein, tut er nicht. Wenn wir Alexios finden, kehren wir zurück und nichts von all dem wird geschehen. Schon vergessen? Alexios ist nicht derjenige, um den ihr euch Sorgen machen müsst. Es ist sein Ältester. Er hat die Kaiserin von Orlais getötet und das Durcheinander genutzt, um in den Süden einzumarschieren. Seine Armee bestand ausschließlich aus Dämonen. Habt ihr je gegen eine Dämonenarmee gekämpft? Ich kann es euch nicht empfehlen. Alexios wird noch bereuen, was er getan hat. Dafür werden wir sorgen. Lasst uns gehen. Bringen wir es hinter uns. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich gebe nur noch schlechte Antworten. Rarik, nein! Bei Andras des heiligen Wams. Ihr seid am Leben. Wo wart ihr? Wie seid ihr entkommen? Wir sind nicht entkommen. Alexios hat uns in die Zukunft geschickt. Euch passiert auch nie irgendetwas Normales. Ja, dir offenbar auch nicht. Ihr seht nicht sonderlich gut aus, Varric. Was ist geschehen? Hütet eure Zunge. Für einen Toten sehe ich verdammt gut aus. Ihr seid ebenso wenig tot wie wir. Glaub mir, die nicht-tödliche Version dieses roten Dreckslyriums ist noch weitaus schlimmer. Wenn wir Alexios finden, könnte ich uns wieder in unsere Zeit zurückbringen, ganz einfach. Mir scheint, eure Definition des Wortes einfach unterscheidet sich grundlegend von meiner. Ihr wollt euch mit Alexios anlegen? Ich bin dabei. Gehen wir. Ich habe die besten Jungs auf meiner Seite, muss ich hier mal sagen. Er ist in seinem Thronsaal. Die Winds sagen, er hat sich dort eingeschlossen. Vanilla-Liana. Das klang jetzt nicht so gut. Eliana? Muss ja eh irgendwo hier sein. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Eigentlich sollte genau hier was sein. Mann, ich habe die besten Jungs. Selbst wenn sie wissen, dass ich sterben, wollen sie noch nicht aufgeben. Und mit mir zusammen weiterkämpfen. Leliana? Nun, hier ist sie nicht. Hier ist keine Tür. Ich werde das alles wieder hinbiegen. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber glaubt ihr nicht, dass ich euch sterben lasse?
Aber es kann halt auch nicht gut enden, oder? Sobald man mal mit der Zeit rumspielt. Muss alles im Chaos enden. Und wo kommt das Lyrium her? Es ist schön, mal etwas Konstruktives zu tun. Es ist schön, überhaupt mal irgendwas zu tun. No. Ich werde es genießen, solange es anhält. Habe ich denn Liliana übersehen? Ich muss sie finden. Ich kann doch nicht ohne Liliana weg. Liliana? Hier war Fiona. Nur Fiona. Den wir auch nicht rauslassen. Warum auch immer. Ich finde sie einfach nicht. Ich habe hier doch in jede Zelle reingeschaut. Ich muss was wegwerfen, mal wieder. Eigentlich egal was. Das sieht nicht gut aus. Da sitzt irgendjemand. Und ich würde sagen, wer da sitzt, finden wir in der nächsten Folge heraus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in dieser Folge. Ich hoffe, wir können das alles wieder gerade biegen und in unsere Zeit zurückkehren und verhindern, dass wir alle wahnsinnig werden. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal dann. Bye.